Die ironische Pointe sollte erst danach kommen. Jetzt, da die Welt kein vereintes Reich mehr war, standen die Siegermächte einmal mehr vor der Aufgabe, sie gerecht aufzuteilen. Leopardes Geralt, dieser junge Narr, war jedoch nicht bereit, bedeutende Ländereien abzugeben, und die anderen Völker waren sich auch nicht gerade grün. Das Feindbild der Pharaonen existierte nicht mehr, und so gingen sich Menschen und was damals noch so existierte, gegenseitig an die Gurgel. Ein weiterer langer Krieg entbrannte, aus dem letztendlich nur die Geralt-Monarchie als Sieger hervorging. Doch auch diese war gezeichnet und nur noch ein Schatten ihrer selbst. Die Konsequenz dieses Krieges war, dass es viele der damaligen Völker heute gar nicht mehr gibt. Der letzte König hatte alle anderen Spezies skrupellos jagen und ausrotten lassen. Ein wahrlich großer Herrscher. Leopardes sollte der letzte anerkannte König sein. Seine Nachkommen wurden lediglich Fürstentitel zugesprochen, da sie seinen Taten niemals gerecht werden konnten und die Familie Geralts sich den Respekt und die Anerkennung der Menschen lange verspielt hatte. Über die Jahrhunderte hatte sich die Wüste auch unter dem Einfluss Geralts Magier immer weiter zurückgezogen. Die Natur hatte sich zurückgeholt, was das goldene Volk über lange Zeit erschaffen hatte. Eine der letzten Amtshandlungen des letzten bekannten Thronfürsten Artorhos Geralt war die einzige überlebende Pharaonenfamilie, die man über Generationen als Sklaven gehalten hatte, als Machtbeweis freizulassen und in die letzte existierende Pyramide zu verbannen. Meine Pyramide. Diese Familie waren meine Eltern. Etwa 2 Jahre nach ihrer Verbannung bekamen sie mich. Der letzte Teil meiner Erzählung dürfte für euch noch interessant sein. Die letzte Amtshandlung Aarons Vater, dem letzten Fürsten, war es, eine erstarkende Sekte von Schwarzmagiern zu verbieten und verfolgen zu lassen. Ein schwerer Fehler, wie sich bald herausstellte. Die Elras verwandelten sich in das, als was ihr sie heute kennt, und stürmten die erbärmliche Burg dieses erbärmlichen Monarchen, um ihm und all seinen Untertanen den Kopf abzureißen. Hätten sie es dabei belassen, ständen wir heute nicht hier. Jedoch wollten sie jede Spur der Geralts auslöschen und so auch ihre Pyramide. Sie griffen uns an und töteten meine Eltern, als ich noch ein Knabe war. Ich hatte also eine ganz persönliche Motivation für meinen Krieg gegen diese Würmer. Neben der Bedrohung, die sie für mich und meine Menschen darstellten, versteht sich. Den Rest der Geschichte kennt ihr. Der Sohn des getöteten Fürsten, Aaron Geralt, gründete den Clan der Heiligen Krieger. Sie erbauten 9 Schlösser und bekämpften Elras als auch mich mit freiwilligen Rittern und Überbleibseln der Monarchen.
Und so sitze ich hier also als letzter Erbe des goldenen Volkes. Sieh mal einer an. Und ich dachte, der Heilige Kreuzzug wäre eine große Sache gewesen. Unglaublich! Davon hat Sauron niemandem gegenüber ein Sterbenswörtchen erwähnt. Und in keinem Geschichtsbuch steht etwas über das goldene Volk. Nein, dafür haben die Geralds gesorgt. Jede Erinnerung und Aufzeichnung dieses für die schwächlichen Menschen und die niederträchtigen Geralds im Besonderen so beschämende Zeitalter sollte verschwinden. Also tobt der Konflikt zwischen deinem Volk und dem Rest der Menschheit schon seit Jahrhunderten. Die Ära sind nur dazwischen geraten. Seit Jahrtausenden eigentlich. Ja. Viele Völker wussten eben nicht, was sie an uns hatten und was es ihnen gebracht hätte, sich uns zu unterwerfen. Die Eldars allerdings erschufen mit Hilfe des Kaldriums, das meine Vorfahren nicht einmal kannten, eine magische Steintafel, die sogar unsere Vorstellungskraft bei weitem sprengt. Insofern haben sie ihre Rolle im Spiel um die Welt erfüllt. Wir stehen hier heute nicht nur stellvertretend für unsere Biere und unsere Zeit, sondern für zahllose Völker und einen jahrtausendealten Konflikt, den ihr Pharaonen über die Welt gebracht habt. Wenn du es so formulieren möchtest, drei Vampire und ein Mensch. Die letzte Hoffnung der Feinde des goldenen Volkes. Das Bild hat schon was Besonderes. Ich sagte ja schon mal, Ustra, deine Vision einer vereinten Welt, diese ganze Geschichte über das Goldene Reich klingt mir wie eine beschönigte Tyrannei. Wahrscheinlich haben die Menschen damals euch nicht wie Götter verehrt, sondern wurden von euch wie von Dämonen versklavt. Verschiedene Reiche mögen zwar Konflikte bedeuten, aber das ist immer noch besser als die kompromisslose Alleinerschaft einzelner oder weniger mächtiger Götter, die die Menschen versklaven. Sie dutzende von Pyramiden erbauen lassen. War es nicht so? Ich möchte mal kurz anmerken, der Geschichte nach haben die mehrere Völker unter den Pharaonen gelebt, unter einer Schreckensherrschaft, wie Nyria jetzt sagt. Aber sie haben gelebt. Unter der Herrschaft der Menschen und Geralds wurden die alle vernichtet und ganze Spezies ausgerottet. Also, kann man mal sehen, welche Rasse schlimmer war. Ich weiß es nicht. Ich war nicht dabei. Ich kann dir nur verraten, wie ich das in meinem Reich halten werde. Zuckerbrot und Peitsche. Die Menschheit gehorcht mir und ihr soll es an nichts fehlen. Sie widersetzt sich mir und ich werde sie bestrafen müssen. Na, ein Glück werden wir es nicht dazu kommen lassen. Ihr werdet mich nicht aufhalten. Ich habe zu lange dafür gearbeitet, meine Dynastie wieder auf die Welt zu beschwören und vielleicht sogar meine Vorfahren wieder zu beleben. Nur noch ich kann verhindern, dass das größte Reich der Weltgeschichte vergessen wird. Ich glaube, ich muss gerade euch dreien nicht erklären, welche Verantwortung auf einem ruht, wenn man erstmal das letzte Exemplar eines ganzen Volkes ist. Also ich hatte damit nie Probleme. Wir mögen eine ähnliche Situation teilen, doch im Gegensatz zu dir sind wir einheilig der Meinung, dass man die Welt und die Menschen vor uns Vampiren bewahren muss. Von dieser Erkenntnis scheinst du noch weit entfernt zu sein, Ustra. Es reizt mich beinahe, euch doch am Leben zu lassen, damit ihr miterleben könnt, welches Paradies wir zu errichten in der Lage sind. Auf deine Gnade verzichte ich, Kerl. Für uns gibt es nichts mehr zu bereden. Ganz wie ihr meint. Mir wurde auch beinahe schon langweilig. Moment! Vorher wirst du uns noch verraten, wo China ist! Ah, ja.
Ich hatte mich schon gewundert, wann ihr so sie wohl erwähnt. Das dürfte kein Problem sein. Jaina! Ein Glück! Jaina! Du lebst! Sie und auch noch Gardar in ihr. Ich konnte die beiden doch nicht ohne euch hinrichten. Du wirst sie gefälligst freilassen! Oder hast du es nötig, ein Mädchen ins Geisel zu nehmen? Wohl kaum. Aber was genau habt ihr mit ihr vor, wenn ich sie euch nun überlasse? Den Schattengeist in ihr höflich bitten, den Körper zu wechseln? Ihr habt zwar einen Bannstein dabei, aber um den zu benutzen, müsstet ihr der armen Jaina erstmal den Kopf abschlagen und die Wiederbelebung eines Blutgeistes, die ihr anschließend braucht, steht in dem Buch da. Dass ich euch das jetzt auch noch überlasse, wäre wohl etwas zu viel verlangt, hm? Verdammtes Schwein! Egal, was ihr macht, es wird für einen von euch böse ausgehen. Das schwöre ich euch. Kümmern wir uns um Jaina, wenn wir mit Ostra fertig sind, Nyria. Der hat jetzt wohl doch wohl Vorrang. Na, na. Ihr unterschätzt meine Großzügigkeit. Lasst mich euch als Belohnung für euer artiges Zuhören einen kleinen Trick zeigen, an dem ich lange gearbeitet habe. Achtung, das wird doch wieder eine Seine fallen! Warte kurz, ich will sehen, was er vorhat! Sehr weise, my lady. Was? Was ist das, Ostra? Das sieht nicht aus wie ein Bannstein. Weil es keiner ist, mein lieber Gardar. Das da ist meine neueste Kreation. Ein Weihstein. Weihstein? Was macht dieses Ding? Dasselbe wie ein Bannstein. Nur effektiver. Es hat mich Jahre gekostet, diesen Zauber zu entwickeln. Dass ich selbst ein Schattengeist bin, hat mir dabei sehr geholfen. Du! Kurz gesagt, dieser Weihstein erkennt die verdorbene Aura eines Schattengeistes und saugt sie aus seinem Wirtskörper, wenn der Anwender den Zauber spricht. Das würde ja bedeuten, dass man die Wirte nicht mehr töten muss, um sie zu befreien. Jaina! Also dann, Gada, die Jahre des Krieges gegen dich waren erfrischend und fordernd. Danke für diese wundervolle Tafel, die hätte ich selbst nicht besser hinbekommen. Ostra, du dreckiger Parasit! Da fühlt sich wohl jemand in seinem eigenen Spiel besiegt. Es wird Zeit. Das kannst du nicht! Das darfst du nicht! Deine Zeit ist vorbei, Gardar. Denke an ihren Gesichtsausdruck, als du sie ermordet hast, wenn du in der Ewigkeit verrottest. Ich widme ihr deine Verbannung. Deine Zeit ist vorbei, Gardar. Estikex, Suraf, Jaina. Nein! Ihr stinkenden Hurensöhne! Keiner von euch Magen wird doch lange leben! Die sind unsterblich! Wir sind alle... Genieße die Ewigkeit, Gada. Verflucht, Elras! Ihr habt es nicht besser verdient! Jaina, bist du es? Nyria! Jaina!
Jaina. Du bist frei. Du bist endlich frei. Jaina! Jaina, nein! Oh, na sowas. War ich das? Sowas Dummes aber auch. Sie wurde doch gerade erst von ihrem Schattengeist befreit. Naja, was soll's. Du jämmerliches Schwein! Das ist genug! Dafür werde ich dich massakrieren! Och, Alna, jetzt sei doch mal nicht so ein Spaßverderber. Tröste lieber Nyria. Die scheint es nötig zu haben. Du bist der ekelerregendste Haufen Ziegenscheiße, den ich je riechen musste! Sogar die Eras werden eher von Maden zerfressen werden als du! Danke, glaube ich. Du kümmerliche Wicht vergreifst dich wirklich an jeder wehrlosen Person, die du kriegen kannst, was? Das Maß ist dick genug voll! Ich will dich bluten sehen! Nyria, kannst du kämpfen? Wir brauchen dich! Das heißt nein. Halt's Maul, du Bastard! Walla, tu etwas! Oder Nyria wird mir es nicht schaffen! Nyria, du musst für Jaina stark sein, musst uns jetzt helfen, darfst noch nicht aufgeben, kannst dich an Ustra rächen. Oh, was sagen wir nur, was sagen wir nur? Wir müssen für Jaina stark sein. Also, du musst uns jetzt helfen, hat dir nicht gebracht. Also, wir haben ja gerade eben schon gesagt, sie muss uns helfen. Deswegen werde ich das nicht. Darfst noch nicht aufgeben, das hat auch nichts, wird auch nichts bringen. Ich kann sich an uns rächen, das möchte ich nicht. Sie soll sich nicht rächen. Aber muss für Jaina stark sein. Denn da links ist das Zauberbuch. Wir können Jaina wiederbeleben. Sie ist ja ein Vampir. Also muss sie für Jaina stark sein. Es ist noch nicht vorbei. Ich fühle den gleichen Schmerz wie du. Aber du musst jetzt für deine Schwester kämpfen. Es ist noch nicht verloren. Aber das gilt nur, wenn du es mit uns zusammen bezwingst. Was wird passieren, wenn Ustra uns jetzt ebenfalls vernichtet? Die Vampire werden zusammen mit Jaina für alle Ewigkeit an der Ebene der Blutgeister leiden. Du stirbst endgültig und die ganze Menschheit wird versklavt. Wir können das zusammen verhindern. Du hast hier recht, Walna. Ich will dir und den anderen helfen. Aber Jaina... Hör zu, ich mag nicht Jainas leiblicher Vater sein, aber was glaubst du, wie ich mich gefühlt habe, als wir sie verloren haben? Erst an Asuka, dann an die Eras. Ich wollte es nicht wahrhaben, aber statt es zu akzeptieren, habe ich weitergemacht. Redest du nicht die ganze Zeit von Stärke? Nun zeig sie auch. Nyria, ich liebe dich. Nein, nein, nein. Glaube an dich, vertraue dir, weiß, dass du das kannst. Also, hier sagen wir wissen es, wir glauben es. Glauben hat natürlich den besseren Effekt. Das heißt, hier würde ich das erwähnen. Das möchte ich nicht machen. Vertraue dir. Wir glauben an sie. Warum? Du hast mir in den letzten Monaten oft genug bewiesen, dass man auch in schwierigen Situationen ruhig und stark bleiben kann. Ich weiß, dass du das nicht vergessen hast. Schwierige Situationen? Meine Schwester ist tot! Alles, wofür ich gekämpft habe! Alles, wofür ich gearbeitet habe! Umsonst! Schwäche. Es tut mir leid. Es gibt nichts, wofür du dich entschuldigen müsstest. Danke, Walna. Na los, schlacht mir diesen Abschaum wie ein Schwein. Das klingt nach einem wunderbaren Vorschlag. Da seid ihr also am Ende doch noch in voller Stärke angetreten. Wäre auch enttäuschend, wenn nicht. Du wirst dich jetzt für uns für mehrere Jahrhunderte voller Gräueltaten verantworten. Und glaube ja nicht, wir würden es schnell machen. Wir sind Experten darin, unsere Feinde kreativ zu zerstückeln. Denk an Ronak und deine anderen Opfer, wenn es soweit ist. Jaina, Asmus, Alex, das ist für euch! Wärst du weise, Ustra, wäre das der Zeitpunkt, um Angst zu bekommen. Aber natürlich reicht es dafür nicht. Nein, tut es nicht. Doch Respekt verspüre ich für die Sterblichen, die noch immer glauben, den neuen Schöpfer dieser Welt bezwingen zu können.
Ich werde mich euch mit all meiner Liebe widmen und die Kraft der Tafel wird mir dabei gute Dienste leisten. Zeit, diesen Krieg zu beenden! Kommt her und spürt die Macht eines Gottes!